Okay, Leute, das ist eine Neuheit auf meinem Kanal, dass ich mal was spiele, was ich noch nie gespielt habe. Also, ich gehe jetzt voll blind in dieses Projekt rein. Irgendwie wollte ich die Mod schon länger mal ausprobieren. Und deshalb, wer weiß, vielleicht schneide ich sie, vielleicht auch nicht. Kann sein, dass sie total albern wird. Und dann werden wir sehen. Also dann, fangen wir an. Bei Adanos Arsch. Cringe. Ein Überlebender. Mein Kopf, was ist passiert? Wo bin ich? Hat die Mod eigentlich eine Sprachausgabe? Habe ich nur vergessen, die zu installieren? Du bist fast ersoffen, wie es aussieht. Sturm, Schiffbruch, schöne Scheiße. Und das in diesen Gewässern. Schon mal was von Navigation gehört? Gewässer? Navigation? Ugh, ich bin kein Seemann, falls du das meinst. So, Passagier, was? Woher kommst du denn? Aus den Schluchten Nordmars. Hey! Ah. Hey! Ah! Hey, du! Ich verstehe. Hey, cool! Hey. Ja, okay. Meine Haut sieht ungefähr genauso hell aus. Nehmen wir den einfach. Okay, nehmen wir den Bleichen. Was soll's. Er hat sogar die passende Haarfarbe. Und was machst du hier? Plünderst du das Strandgut oder was? Na, was denn sonst? So eine Gelegenheit ergibt sich hier in der Kolonie nicht oft. Da muss man schon zugreifen. Bist du aber nicht der Erste. Schon so manches unschuldiges Schwein hat's hier rein verschlagen. Unschuldig war ich nicht. Das war immer ein Sträflingsschiff. Also doch ein Knast, Bruder. Ich verstehe. Also was spricht dagegen, mich einfach in der Wildnis abzusetzen? Wölfe, Orkunde, Waage, Schattenläufer? Ich verstehe. Und wie komme ich zu den anderen Gefangenen? Wenn ich dich so ansehe, solltest du wohl zur Bruderschaft gehen. Man hätte diesen Strand umtexturieren müssen. Oder beziehungsweise die ganze Welt. Aber es wäre wahrscheinlich zu viel Aufwand gewesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, viele gehen einfach auf die Gothic 1 Texturen zurück, absichtlich, weil es nostalgischer ist. Ja, wie schon gesagt, idealerweise könnte man die Texturen auf ein höheres Niveau bringen. Ich denke, ich habe genug zusammen. Lass uns gehen. Gut, folge mir. Soweit ist es nicht. Sehen die Wälder anders aus? Ich habe so das Gefühl. Ich bin mal gespannt, wie die Wälder jetzt aussehen. Oh, es scheint richtige Vegetation zu geben. Ich meine, es sieht schon in Ordnung aus, wisst ihr. Es könnte echt schlimmer aussehen. Es hat schon was. Es ist vielleicht ein Stückchen zu grün. Nicht die Menge an Vegetation, die Farbe ist vielleicht ein wenig zu grün. Müsste ein bisschen mehr ins Gelbliche gehen, damit es zur Umgebung passt. Aber ihr seht ja, auch das Gras hier ist zwar nicht... Es ist offensichtlich gelblicher als die Büschel hier. Gehen wir weiter. Mann, hier werde ich mit dem Mund noch fusseliger reden als normal. Schon wieder eins von diesen Biestern. Eigentlich sehen die eher aus wie Scavenger-Küken. Erzähl mir nichts. Ah ja, okay, wir kriegen die Erfahrung. Es ist so einfach. Es müsste einfach herausfordernder sein. Dann würde ich vielleicht auch häufiger speichern. Ja, wir sehen uns wieder. Diese Mischung zwischen Gothic 2 und Gothic 1. Es machen wirklich verdammt viele Mods. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, alle Gothic 1 Texturen auf Gothic 2 Niveau zu bringen. Und als Pack anzubieten, sodass man es dann ändern kann. Also nichts gegen die Gothic 1 Optik, aber eins von beidem sollte man halt nehmen und nicht beides zusammen. Es wird auch nochmal spannend, das ganze Minental als neue Welt zu erkunden. Aber wir sind auf jeden Fall schon ziemlich schwach, also man merkt schon. Ich schätze mal, die Mod will einem schon zeigen, dass man wirklich schwach ist. So, ich denke, von hier schaffst du den Weg selbst. Folge einfach dem Fluss den Berg hinunter. Die Torwachen werden dich sicher empfangen. Gut, ich denke, ich habe verstanden und danke. Das Problem ist, wenn man zu viele jagende Assets nimmt, dann sieht es halt schnell nach zu sehr nach tropisch aus. Und ich finde, der Sumpf aus Gothic 1
Der hat ja gerade so ein düsteres nordisches Gefühl. Was ich irgendwie besser finde, ganz ehrlich. Ich feiere dieses tropische Zeug gar nicht so sehr. Oh Mann, wir können gar nichts. Ah, die sind wie die jungen Wölfe. Bestimmt gehe ich jetzt wieder drauf. Wollen wir wetten? Ich meine, was ich okay finde, ist, wenn man die Gothic 1 Musik nimmt. Aber dann ausschließlich die Gothic 1 Musik. Nicht, dass es diese komische Mischung ergibt, die Legend of Asuna gezaubert hat, in Anführungsstrichen gezaubert. Damit werden wir uns auch noch später auseinandersetzen. Aber nicht hier. Nicht in dieser Runde. Jetzt sind wir erstmal mit der Mod beschäftigt. Oh Mann, die Waffe ist echt bitter. Die Reichweite. Ich brauche die Reichweite. Das ist natürlich ein vollkommen neues Erlebnis. Sehen wir uns mal noch weiter um. Nur mal einen Einblick zu verschaffen in meine Denkweise, wenn ich Folgen mache. Was gut ist an diesen Folgen, wo man nur draußen rumlatscht die ganze Zeit, ist, dass man... Oh, der war wirklich schwächlich. Dass man viel wegschneiden kann, wenn sich zu viel Zeit ergibt. Und dann ist es einfach konzentrierter. Aber wenn man so lauter Laberababe hat, dann ist es richtig schwer, das zu schneiden. Dann sitzt man ewig dran. Cool, dass die auch unterschiedliche Waffen haben. Oh Mann, ey, hoffentlich ist es einfach nur so ein schwächlicher Goblin. Nee, es ist ein normaler. Super. Naja, wenn ich jetzt einen Run machen würde, wo man nicht sterben dürfte, dann hätte ich ganz schön verkackt. Oh shit. Bro. Dem kann man ja gar keinen Schaden machen. Okay. Na schön. Killen wir noch den Goblin, dann hauen wir ab. Aber es ist keine schlechte Idee mit dieser Spitzhacke. Das wirkt auch wie eine Art Zepter. Man kann sich vorstellen, wie irgendein Goblin. Das schön, okay, dann eben nicht. Kumar, erwache, Fremder. Du betrittst den heiligen Boden. Dies ist die Bruderschaft des Schläfers. Was ist das für ein Lager? Wir sind eine Gemeinschaft, wie du sie nirgendwo in der Kolonie finden wirst. Hier wird niemand zur Arbeit gezwungen. Wir alle arbeiten zusammen, um unser Leben hier zu ermöglichen. Du sagtest etwas von Schläfer. Wer oder was ist das? Der Schläfer. Es gibt im Lager Novizen und Priester, die dir das besser erklären können als ich. Novize Tyrann wurde von den Baals angewiesen, dies allen Neuen zu erklären. Geh einfach ins Lager. Ich bin sicher, du wirst ihn schnell finden. Ich weiß nicht, dieses Katana passt irgendwie gar nicht zu den Templern. Bei den Assassinen geht's noch, weil die so ninja-mäßig rumlaufen. Wo kriege ich hier im Lager bessere Ausrüstung her? Wir haben einige Händler bei uns im Lager, die dich mit den Nötigsten versorgen können. Wenn du hier weitergehst, kommst du direkt zu Baal Jordes. Er verkauft Heiltränke und Salben. Ich bin mir sicher, die anderen Händler wirst du schon irgendwo antreffen. So groß ist unser Lager ja nicht. Was ist deine Aufgabe? Ich bin Torwächter der Bruderschaft. Seitdem ich zu einem Templer des Schläfers ernannt wurde, führe ich dieses Amt aus. Ich war übrigens einer der ersten Templer überhaupt. So siehst du aber gar nicht aus. Und dennoch bist du nur ein Torwächter? Was heißt nur, es ist eine wichtige Aufgabe. Aber du hast schon recht. Einen hohen Rang habe ich tatsächlich nicht inne. Wieso nicht? Führung und schwere Rüstung waren nie meine Stärke. Dafür habe ich wache Augen. Und mein hübsches, schnelles Schwert hier. Kann ich hier irgendwo schlafen? Wir haben einige Hütten für Neuankömmlinge und Besucher aus anderen Lagern. Wenn du an dem Baum hier hinter dem Tor vorbei bist, halte dich auf dem rechten Wert. Irgendwann kommst du zu Krautstampfern. Geh weiter, bis du eine Tümpel kommst. Scheiße. Dort solltest du die anderen Besucher bereits an ihrer Kleidung erkennen. Moment noch, ich habe da noch eine Sache. Ja? Ich habe vor wenigen Tagen bei unserem Schmied einen Gürtel in Auftrag gegeben. Aber ich habe ihn gerade nicht weg. Also soll ich den Gürtel hochholen? Na meinetwegen, wo finde ich den Schmied?
Er hat seine Werkstatt in der zweiten Ebene. Doch ich habe den Bäumen direkt... Ich kann nicht mehr, Leute, das ist so hart. Hi. Hi, wer bist du? Ich bin Ignios. Also er ist leicht entzündlich? Verstehe, und was machst du hier so? Ich repariere das hier. Und danach repariere ich etwas anderes. Ich muss noch viel reparieren, weißt du? Verstehe. Der Ball Volos will das so, dass ich das repariere, weißt du? So, jetzt muss ich weitermachen. Ciao. Alles klar, Ignios. Hoffentlich macht man bei dir nicht Ignios, weil sonst gehst du in Flammen auf. Wir haben ja eigentlich gar nicht so viel gemacht hier. Na, gucken wir mal. Nett weg. Thum, thum, thum. Thum, darum. Kommt zu mir, meine Kleinen. The shit that comes out of their mouth is amazing. And you sit there and go, no wonder fucking ISIS wants to shoot us. Listen to these fucking dummies. Was? Mit wem sprichst du? Siehst du sie nicht, meine kleinen Freunde? Freunde, ich sehe nur uns beide. Die Mücken, sie sind hier überall, zwirren, summen, tanzen durch die Lüfte. Mach sie bloß nicht wütend, hörst du? Sonst werden sie kommen und dein Blut trinken. So gefährlich sind Mücken auch nicht. Sie nicht, aber wenn du sie wütend machst, werden sie ihre großen Brüder holen. Außerdem werde ich nicht zulassen, dass irgendjemand ihnen wehtut. Niemals. Verstehe. Ich denke, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Diese Mischform ist wirklich interessant. Oha, wie breit seine Schulter ist auf der freien Seite. Er hat gut geliftet. Eigentlich ist es generell gar nicht so einfach, so breit zu werden wie die Leute hier. Ich meine, auch für die Figur muss man schon krass trainieren, in der Realität. Oh mein Gott, ich habe diese Mod schon mal gespielt. Ganz, ganz früher. Ich erinnere mich nämlich an diese Schwarzmagiergestalte. Na, sieh mal einer an, was willst du denn hier? Du sprichst mich sofort an? Bilde dir nicht zu viel darauf ein, ich will wissen, was du hier tust. Ich bin neu hier und das sehe ich selbst. Ich habe dich gefragt, was du willst. Ich wollte mir das Lager ansehen und... So, wieso sagst du das nicht gleich? Wer bist du überhaupt? Pampige Ansprache, Bursche. Hast du keinen Respekt vor einem Baal des Schläfers? Das ist schön. Wer seid ihr? Von dir, vor dir steht Baal Jordes, heilkundiger Alchemist. Alchemist, so. Könnt ihr mir etwas über die Alchemie beibringen? Ich soll dir etwas über die hohen und schwer verständlichen Künste der Alchemie beibringen, Bursche? Pah, dafür braucht es einen mehr als hellen Verstand, um sie nur im Ansatz zu verstehen. Why am I even fucking here with these people? I could have stopped at Burger King and had a better fucking time. Vorausgesetzt, jemand will mir zu eurem Lager gehören. Was müsste dieser jemand tun? Um in unserem in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, musst du die Gunst des oberen Gurus Kor Khrushchev erlangen. Aber erst wenn die höheren Baals für dich stimmen, wird es auch Kor Khrushchev tun. Und wie bringe ich diese Baals dazu, für mich zu bürgen? Von unten nach oben, wie? Und wie beeindrucke ich diesen Baal Volos? Am besten sprichst du einmal mit dem Novizen Vasili oder Ringir. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Was ist denn überhaupt passiert? Ach, ich habe einen Trank, der Stärke zu schnell erhält. Danach musste Kor Khrushchev seine Hütte und seine Robe erneuern lassen. Mann, das war ein Chaos. Was ist so schlimm an deiner Aufgabe? Als Vorsprecher der Krautstampfer ist es eine Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Jungs hier auch ihrer Arbeit nachgehen. Und was fällt dir auf, wenn du dich umguckst? Na richtig, zwei Plätze sind frei. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, such im Lager nach zwei Novizen namens Douglas und Gomez. Die beiden sind schon seit Tagen untergetaucht. Ich würde ja selbst suchen, aber wenn ich nicht da bin, wo ich sein soll, degradiert mich Balorun noch zur Tempelplatzputze. So in between shows, I go upstairs to do a line or smoke a joint or whatever the fuck I'm doing. Ich hab gehört, du kannst aber helfen, wenn man überlegt, sich dem Lager anzuschließen. Wie kommst du darauf, dass ich dir dabei helfen kann? Ringier sagte mir, du wüsstest vielleicht, wie man Baal Volos überzeugen könnte. Na ja klar, ihm selbst ist natürlich nichts eingefallen, Herr. Aber ich weiß tatsächlich etwas. Weißt du, vor einiger Zeit sind Kor Khrushchevs Kräuteraufzeichnung verschwunden. Er hat Frau Baal Volos angewiesen, dafür zu sorgen, dass das Buch wieder bei ihm landet. Und wie hilft mir das?
Wenn du das Buch findest und zur Cockroach-Show bringst, könntest du damit Baal Wollers Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Dafür brauche ich den richtigen Schlüssel. Dieser Penner hat den bestimmt einfach da versteckt. Kann man eigentlich jemanden einfach so klatschen? Ohne dass man Ärger kriegt, meine ich natürlich. Also bis jetzt denke ich mir so, das kann schon ganz lustig werden, aber... Das sollte damit aufhören! Hier wird nicht gekämpft, klar? Mag es ja nie wieder... Junge, die ficken mich gleich richtig in den Arsch, oder was? Also gut, Leute, wir sind doch ziemlich weit gekommen, glaube ich. Denke ich. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe die Mod ja noch nie gespielt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und vielleicht passiert was Witziges. Oder auch nicht. Mal sehen. Also dann, macht's gut.